Und wir freuen uns und begrüßen ihn jetzt ganz herzlich. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke Ihnen für den freundlichen Empfang. Ich freue mich, dass ich wieder bei Ihnen hier in München sein kann. Und danke Ihnen auch, dass Sie trotz des schönen Sommerwetters, das sicherlich erfreulichere Alternativen bietet, zu diesem Thema gekommen sind. Das Thema klingt ja nicht sonderlich erregend. Vielleicht wird der ein oder andere sogar sagen, ist die Meinungsfreiheit in Gefahr? Ja, natürlich, sowieso. Was gibt es da noch zu diskutieren? Wenn selbst Frank-Walter Steinmeier 2014 feststellte, dass es ein, wie er sagt, erstaunliches Maß der Homogenität in deutschen Redaktionen gäbe und dass ihn der Konformitätsdruck, dass er den Konformitätsdruck in den Köpfen von Journalisten sehr hoch fände, schrammt er natürlich hart am Vorwurf des Verschwörungstheoretikers entlang. Wenn also selbst Frank-Walter Steinmeier unsere Frage so klar beantwortet, dann hat man den Eindruck, dass es bei diesem Thema keinen sonderlichen politischen Aufklärungsbedarf mehr gibt. Auch die Medien sind ja über den Vorwurf von Steinmeier einfach hinweggegangen, sodass man den Eindruck hat, das Thema der Homogenität in den deutschen Redaktionen muss wohl eine Art Binsenwahrheit sein. Nun, das entspricht ja auch unseren täglichen Erfahrungen, dass bei allen politisch relevanten Themen, also Themen, die für die Zentren, für die ökonomischen und politischen Zentren der Macht von vitalem Interesse sind, das Meinungsspektrum nicht sehr hoch ist und sich überraschenderweise weitgehend mit dem relevanter transatlantischer Thinktanks deckt, wie dem Atlantic Council. Bei allen politisch relevanten Themen, sei es Syrien, Iran, Israel, Ukraine, Russland, Italien, Venezuela etc. etc., ist das Meinungsspektrum in den Leitmedien recht begrenzt und die politische Welt reduziert sich in ihrer medialen Widerspiegelung auf eine Wahrheit. Wir können also nur wählen zwischen Spiegel-Pravda, Pravda heißt Wahrheit, zwischen Spiegel-Pravda, Süddeutsche Pravda, Taz-Pravda, Faz-Pravda oder Tagesschau-Pravda. Überall nur eine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ist denn eigentlich Meinungsvielfalt ein Selbstzweck? Reicht es nicht, wenn wir eine Wahrheit haben, müssen wir denn neben der Wahrheit auch noch all die Meinungen haben? Quillt nicht das Internet über mit Meinungen? Ist es nicht sinnvoll, wenn zum Schutze des Volkes der von selbigem demokratisch gewählte damalige Justizminister Heiko Maas
verschärft Anstrengen unternimmt, die Spreu vom Weizen zu sondern und etwas Ordnung in die Sache zu bringen. Meinungsvielfalt kann doch wohl kein Selbstzweck sein. Nun, das ist sie in der Tat nicht. Es geht also nicht einfach um die liberale Errungenschaft der Sicherung des individuellen Ausdrucks. Es geht auch nicht einfach um die demokratische Errungenschaft politischer Selbstbestimmung. Es geht bei der Meinungsfreiheit um sehr viel Grundsätzlicheres. Es geht um sehr viel mehr. Und das wird unser Thema sein. Es geht bei der Meinungsfreiheit letztlich, und das wird Sie vielleicht überraschen, es geht um Friedenssicherung. Es geht um Sicherung des inneren Friedens und es geht um Sicherung des Friedens zwischen den Völkern. Das Bindeglied, das Meinungsvielfalt mit Friedenssicherung verbindet, ist Demokratie. Auch Demokratie ist nicht lediglich Selbstzweck der Sicherung politischer Selbstbestimmung, sondern Demokratie war wesentlich aus dem Bemühen entstanden, Konsequenzen aus den gigantischen Blutspuren zu ziehen, die der Mensch in der Zivilisationsgeschichte hinterlassen hat. Es ging darum, Wege zu finden, wie sich Macht einhegen lässt, sodass nicht der Starke über den Schwächeren herrschen kann. Getreu nach dem alten Motto, tue der Starke, was er könne und erleide der Schwache, was er müsse. Es ging darum, zivilisatorische Schutzbalken gegen die Herrschaft der Gewalt einzuziehen, die dem Starken keine anderen, keine mehr oder anderen Rechte gewähren als dem Schwachen und den Schwachen vor den Exzessen der Gewalt schützen. Es ging also darum, bei diesen zivilisatorischen Schutzbalken, all diesen zivilisatorischen Schutzbalken lag immer eine Art egalitärer Vision zugrunde, dass das Recht für den Starken gleichermaßen zu gelten hat wie für den Schwachen. Also die Anerkennung aller Menschen als Freie und Gleiche, ungeachtet ihrer faktischen Differenz. Diese egalitäre Vision ist angewandt auf die Gesellschaftsorganisation, führt sie zur Demokratie, und angewandt auf das Verhältnis zwischen den Staaten, führt sie zum Völkerrecht. Das sind unsere großen zivilisatorischen Träume. Wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, wie ist denn das Verhältnis von Meinungsvielfalt und Demokratie, dann müssen wir uns zuvor mit dem etwas breiteren Kontext beschäftigen, in den diese Dinge eingebettet sind. Ich werde also das Thema in drei vorbereitenden Abschnitten behandeln. Zunächst unsere zivilisatorischen Träume von Demokratie und Völkerrecht und will dann deren Gefährdungen illustrieren. Dann, relativ kurz, auf die Medien zu sprechen kommen. Warum? Weil die Medien überhaupt erst den öffentlichen Debattenraum konstituieren. Demokratie bedeutet nämlich, die Pluralität der Interessen auf friedliche Weise miteinander in Einklang zu bringen.
Der Austausch über die unterschiedlichen Partikularinteressen geschieht aber über den öffentlichen Debattenraum. Der Debattenraum ist das Herzstück der Demokratie, weil der Debattenraum ermöglicht, sich über unterschiedliche Partikularinteressen auszutauschen. Der öffentliche Debattenraum wird wesentlich durch die Medien konstituiert, also werden wir auch über die Medien sprechen müssen. Und schließlich möchte ich auf die spezifischen Bedingungen zu sprechen kommen, die im Rahmen der neoliberalen Revolution von oben seit den 70er Jahren zu einer systematischen und massiven Einengung des öffentlichen Debattenraumes geführt haben. Stichwort ist, es gibt keine Alternativen mehr. Das ist sozusagen das Leitthema, was zu einer vollständigen Degeneration des heutigen öffentlichen Debattenraumes geführt hat. Wir müssen also die Bedingungen uns ansehen. Was hat eigentlich, welche spezifischen Bedingungen waren es, die im Rahmen dieser neoliberalen Revolution zum öffentlichen Debattenraum geführt haben? Und mit diesen drei Elementen werden wir dann wieder zurückkommen und fragen, wie sieht denn heute der öffentliche Debattenraum aus? Zunächst also unsere Vision, unsere zivilisatorischen Träume und wie wir sie verloren haben. Die Anerkennung, Demokratie heißt die Anerkennung aller als Freier und Gleicher, ungeachtet ihrer faktischen Differenz. Das ist in wunderbarer Prägnanz und man muss sagen charakteristischer Prägnanz die Formulierung von Ingeborg Maus, der wohl bedeutendsten Demokratietheoretikerin der Gegenwart. Wir werden dann sehen, dass Meinungsvielfalt eine ganz grundlegende Bedeutung hat, dass sie mit all diesen Dingen, die hier stehen, zusammenhängt. Sie ist die Grundlage von Demokratie, sie ist die Grundlage einer Friedenssicherung und sie ist die Grundlage, da werde ich ganz zum Schluss, ganz kurz, wichtiges Thema, müssen wir aber ganz kurz machen, Meinungsvielfalt ist die Grundlage der politischen Kompetenz einer Gemeinschaft. In diesem Gewebenetz der Konzepte hat Meinungsvielfalt einen ganz zentralen Platz. Sie hat also eine viel grundlegendere Bedeutung, als man an der Oberfläche zunächst vermutet. Schauen wir uns diese Träume an. Gesellschaftlicher Frieden ist der eine Traum, der zur Demokratie führt. Sicherung des Friedens zwischen den Völkern ist der analoge Traum, der zum Frieden zwischen den Völkern führt. Was wir brauchen, das hat die Zivilisationsentwicklung vorangetrieben angesichts der Blutspuren. Wir brauchen Sicherungsbalken, prozedurale Sicherungsbalken gegen die dunkleren Seiten des Menschen und gegen die totalitären Versuchungen, die allen Machtstrukturen innewohnt. Das ist das Wesen der Macht, dass sie zum Totalitären neigt. Dunklere Seiten des Menschen gibt es viele. Ich will Ihnen nur eine nennen, die bei weitem nicht die dunkelste ist. Aber Kant hat sie angesprochen. Kant sagt ja, der Mensch ist aus krummem Holze geschnitzt, deswegen kann man nichts Gescheites aus ihm machen. Und er greift den einen Punkt raus, dass wir als vernunftbegabte Wesen jederzeit bereit sind, allgemeine Gesetze zum Wohle von uns selbst und der Gemeinschaft zu machen, gleichzeitig aber insgeheim uns davon auszunehmen geneigt sind. Kognitionspsychologisch würde man sagen, der Mensch verfügt über eine eingebaute Doppelmoral. Der eine Balken führt zu dem, was wir in der Aufklärung und der Französischen Revolution haben, nämlich die Vergesellschaftung von Herrschaft durch souveräne Selbstgesetzgebung des Volkes und, das ist ein ganz wichtiger Punkt, strikte Gewaltenteilung. Das ist der Unterschied zur athenischen Demokratie. Jede Form von politischer Macht muss demokratisch gerechtfertigt sein. Macht darf nicht in angeblichen Wertigkeitsunterschieden zwischen Menschengruppen begründet sein. Damit hängt eine andere dunkle Seite des Menschen zusammen.
dass er immer gerne trennt in wir und die anderen schlecht und wir gut. Das ist ein wesentlicher, wir kommen noch auf andere, das ist ein wesentlicher Teil der Errungenschaften, die wir in der Aufklärung gewonnen haben. Der zweite, sehr viel später, die UNO-Charta, das Gewaltverzichtsgebot. Auch eine der ganz großen Errungenschaften nach dem Krieg, wo man noch bereit war, so radikale Forderungen zu kodifizieren, das wäre heute gar nicht mehr möglich. Kant hat in seiner berühmten Schrift zum ewigen Frieden diese Dinge in Beziehung gesetzt und hat gesagt, Demokratie ist das, was sowohl gesellschaftlichen Frieden, auch den Frieden zwischen den Völkern, die beiden hängen ganz, ganz, ganz eng zusammen. Ganz wichtige Arbeit dazu. Und er schreibt direkt in den ersten zwei, drei Sätzen ganz lakonisch und trocken, besonders die Staatsoberhäupter, die des Krieges nie satt werden können. Darum geht es, zivilisatorische Schutzbalken einzuziehen. Gegen diese egalitären Forderungen, sowohl zwischen den Völkern, es gilt gleiches Recht für starke und schwache Völker, es gilt gleiches Recht für die Starken und Schwachen in einer Gemeinschaft, alles beruht auf einer egalitären Vision der Anerkennung aller als Freier und Gleicher. Gegen diese egalitäre Vision hat es von Anfang an massivste Widerstände, bis heute, massivste Widerstände gegeben. Die Forderung, dass Rechtsregeln für Starke und Schwache gleichermaßen gelten soll, das kann ja wohl nicht sein. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Aristoteles hat schon die Ideologie der Herrenmenschen, die heute noch genauso aktuell ist. Es gibt von Natur aus Herrschendes und von Natur aus Gebietendes und somit Menschen, die von Natur aus zu Sklaven bestimmt sind. Die naturgegebene Sklavenrolle liegt an einem Naturgegebenen, da hilft weder Schule noch Rohrstock. Ein naturgegebener Mangel an Logos. Von Natur aus ist ein Sklave, der einem anderen gehören kann. Der Sklave wird verdingt, der ist ein Ding. Der Sklave ist nichts anderes als ein beseeltes Werkzeug. Genau gegen diese Art von Vorstellungen, die immer, immer in der Geschichte zu massiven Blutbädern geführt hat, richtete sich als Konsequenz, nicht als einfacher idealistisches Sonntagsdenken, richtete sich der universelle Humanismus der Aufklärung. Das waren Konsequenzen aus der Geschichte, aus dem Bemühen, wie kann man das, was passiert ist, in Zukunft verhindern. Anerkennung einer prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Menschen, Ablehnung von Nationalismus, Chauvinismus, Rassismus, Exzeptionalismus. Hier sehen Sie, dieses Dingen lebt, mal verdeckt, mal offen. Der Kulturrassismus zeigte sich versteckt in der massiven Medienkampagne gegen die faulen Griechen, die in freien demokratischen Wahlen nicht so wollten, wie sie nach deutschem Diktat wollen sollten. Sie findet sich aber auch in ganz offener Weise, vor allen Dingen auf der neuen Rechten, hier haben Sie ein Beispiel von Erika Steinbach, da sehen Sie einen jungen, blonden deutschen Recken, der einsam, ja, vielleicht kann ja mal ein Goethe aus ihm werden, er steht jedenfalls einsam, umringt von einer Horde von gut gelaunten Schwarzen und damit soll gezeigt werden, Deutschland hat sich abgeschafft. Das ist unverhohlener Rassismus, der sich heute tarnt als Ethnorassismus und in der neuen, wir werden über Sprache,
Politik läuft immer über Sprache. Neoliberalismus, alles, was wir machen, läuft über Sprache. Nehmen Sie jedes Wort, auf das Sie stoßen, sorgfältig auseinander und fragen Sie, was steckt dahinter. Diese Art von Rassismus tarnt sich in der neuen Rechten unter dem Begriff Ethnopluralismus. Das ist die Vorstellung eines ethnisch und kulturell homogenen Volkskörpers, der vor einer Kulturvermischung geschützt werden müsse. Jetzt sind es statt Rassenidentitäten, sind es ethnische Identitäten, kulturelle Identitäten etc. Und wir müssen uns klar machen, dass das genauso Fiktionen sind. Die Vorstellung einer ethnischen Homogenität ist genauso eine Fiktion wie der biologische Begriff von Menschenrassen. Der Ethnorassismus ist aber vom Kolonialismus bis heute tief in der westlichen Wertegemeinschaft verankert. Das steckt uns in den kulturellen Knochen, wenn Sie so wollen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo sich der bedeutende kamerunische politische Intellektuelle und Politikwissenschaftler Akil Membe mit der Beziehung von Kapitalismus und Rassismus. Es gibt zwischen Kapitalismus und Rassismus eine enge Beziehung, hat er sich in dem Buch Kritik der schwarzen Vernunft, da hat er vor 2 Jahren den Geschwister-Scholl-Preis für bekommen. Mbembe bezeichnet als Neger, er setzt Neger nicht in Anführungsstrichen, er nimmt das Wort bewusst so. Mbembe bezeichnet als Neger alle, die restlos ausgebeutet und unterworfen werden dürfen, weil sie dehumanisiert und zu kategorial anderen erklärt werden. Die Erfindung des Negers, Negers hat nichts mit Hautfarbe zu tun bei ihm, die Erfindung des Negers sei ein Produkt europäischen Denkens und diene dazu, Menschen zum Werkzeug, da sind wir wieder bei Aristoteles, diene dazu, Menschen zum Werkzeug und zu Waren zu machen. Der Kapitalismus habe die Condition Nègre im Dienste der Akkumulation auf alle Subalternen universalisiert und sozusagen globalisiert. Den Neger produzieren heißt, einen Ausbeutungskörper produzieren, der ganz dem Willen eines Herrn unterworfen ist und dem man ein Höchstmaß an Rentabilität abzupressen versucht. Sein ganzes Buch kreist darum, dass diese Art von Rassismus tief in unserer Kultur verankert ist. Das war die Grundlage des europäischen Kolonialismus. Und interessanterweise gab es als Reaktion darauf, es geht um unsere zivilisatorischen Träume, die ersten Bemühungen um ein Völkerrecht. Und der Vater des Völkerrechts sozusagen war ein Dominikanermönch, der selbst an den kolonialen Eroberungen aktiv teilgenommen hat und zu einem ihrer schärfsten Kritiker wurde und darüber einen Bericht geschrieben hat. Mit diesem Bericht gehört er zu den wichtigsten Whistleblowern der Geschichte, nämlich de las Casas. Für de las Casas sind alle Völker dieser Erde Teil einer gemeinsamen Menschheit. Wieder haben wir dagegen gestellt die egalitäre Vision aller als Freier und Gleicher. Jede Person in unseren Kolonien ist menschlich und niemand gegenüber dem anderen unterlegen. Darüber hat er mit einer detaillierten und kaum zu lesenden, auch heute noch kaum zu lesenden, Detailliertheit die Gräueltaten der Spanier geschildert und einen Bericht verfasst, der auch auf Deutsch damals, 1500 irgendwann erschienen ist. Dieser Bericht wurde, und jetzt können wir wieder eine Sache, wie man Meinungsvielfalt einschränkt, der wurde als antispanische Propaganda von der Zensurbehörde verboten. Imperien neigen immer dazu, Kritik als mit einem entsprechenden Wort sozusagen zu markieren.
Das war der Beginn des Völkerrechts und wir müssen konstatieren, dass dieser egalitäre Traum einer Friedenssicherung zwischen den Staaten mittlerweile zerrinnt. Wir haben uns längst daran gewöhnt, das Recht des Stärkeren, oft als Exzeptionalismus verbrämt, dass die das egalitäre Völkerrecht zerfressen hat. Aktuelle Beispiele sind, können Sie beliebig nehmen, Syrien, Jemen, Gaza, Drohnenmorde. Wir nehmen das mittlerweile achselzuckend hin, dass das Völkerrecht im Grunde perforiert ist, zerfressen. Exzeptionalismus, dass wir uns nochmal daran erinnern, das war ganz explizit etwas, wogegen sich die Aufklärung gerichtet hat. Die Auffassung, dass eine Nation aus religiösen, kulturhistorischen Gründen in völkerrechtlichen Fragen eine Sonderstellung einnehme und damit über dem Völkerrecht steht. Das Wesen des Rechts ist, dass es für Starke und Schwache gleichermaßen gilt. Dieser Exzeptionalismus ist ebenfalls tief in unserer Kultur verankert. Hier ein Beispiel, ein beliebiges Beispiel von beliebig vielen, einer der ganz einflussreichen, anerkannten US-amerikanischen Philosophen, Richard Rorty, sagte: Ich glaube nicht, dass der Westen von anderen Kulturen etwas zu lernen hat. Unser Ziel sollte es vielmehr sein, den Planeten zu verwestlichen. Barack Obama sagte: Ich glaube mit jeder Faser meines Seins an einen amerikanischen Exzeptionalismus. Was natürlich eigentlich nicht mehr ist als der Ausdruck der realen, tatsächlichen Macht- und Gewaltverhältnisse. Wie sind diese Machtverhältnisse? Nie in der modernen Geschichte hat ein Land mit seiner Politik und seinen Produkten die Erde so flächendeckend dominiert wie die USA heute. Sie sind die einzige Supermacht, wirtschaftlich, militärisch, kulturell, agieren von nichts und niemandem mehr in die Schranken gewiesen, als besäßen sie eine Art Blankoscheck in ihrer Macworld. Das ist natürlich eine sehr undifferenzierte Formulierung, die nicht nur der Spiegel, sondern viele andere als eine krude Verschwörungstheorie, als rechtsoffen und was es sonst noch an unerfreulichen Dingen gibt, bezeichnen würde. Jetzt sind wir wieder beim Thema Einschränkung der Meinungsvielfalt. Das ist 20 Jahre her, da war es eine Beschreibung, die als eigentlich das Offenkundige, es steht ja nichts drin, was nicht eigentlich offenkundig ist, sozusagen als Selbstverständlichkeit angesehen wird, heute nicht mehr denkbar wäre. Heute ist das Völkerrecht an seinen Wurzeln zerfressen und es finden sich immer wieder Intellektuelle, die genau dies zur Tugend deklarieren. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel auf dem Weg zu einer Weltgewaltordnung. Denn Ordnung und Freiheit stellen sich nicht einfach her durch Gleichverteilung, sondern durch Unterdrückung von Gewalt durch noch größere Gewalt. Das ist der Aufruf zu einer Weltgewaltordnung. Die Welt ist US-hegemonial verfasst. Wird nicht gesagt, warum, ob das Gottes Wille, Naturgesetz. Weil es eine Ordnung ohne Gewalt nicht gibt, wer von ihrer Hegemonie nichts wissen will, der kann die Hoffnung auf Weltfrieden begraben. Um Frieden zu haben, brauchen wir Gewalt, noch größere Gewalt und noch mehr Gewalt. Diese offene Geringschätzung, die finden Sie in unseren Medien immer wieder, diese offene Geringschätzung für das Gewaltverzichtsverbot, Gebot der UN-Charta, ist selten so offen ausgedrückt worden wie von diesem anerkannten Soziologen. Apropos anerkannt, zur Semantik, es gibt ja
zur politischen Semantik des Wortes anerkannt. Ein Intellektueller oder Journalist wird von unseren Medien dann als anerkannt bezeichnet, wenn er die herrschende Machtordnung anerkennt. Wenn er ihre Legitimität bestreitet, Sie ahnen es schon, gilt er als umstritten. Also wieder sehen Sie, wie Worte eingesetzt werden. Was hier ist, ist eigentlich ein zivilisatorischer Regress um mehr als 2000 Jahre. Alles, was wir erreicht haben im Völkerrecht, wird zunichte gemacht, für obsolet erklärt. Ein zivilisatorischer Regress um mehr als 2000 Jahre auf eine Position, die sich schon beim Platon jemand artikuliert, Thrasymachos, das Gerechte ist nichts anderes als das für den Stärkeren Zuträgliche. Das ist der Rückfall in diese Position, die heute als Realpolitik das Völkerrecht zunehmend abgelöst hat. Für den Weg in diese Weltgewaltordnung, die wird sozusagen als anzustrebendes, für den Weg zu einer solchen Weltgewaltordnung spielt auch die NATO eine große Rolle. Die NATO deklariert sich als Wertegemeinschaft für Frieden, Demokratie, Freiheit und so weiter. Wenn das aggressivste Militärbündnis der Welt sich selbst als eine Wertegemeinschaft deklariert, die unsere größten zivilisatorischen Träume von Demokratie und Frieden verkörpere, dann sollte auch dem Gutgläubigsten klar werden, dass hier die Sprache in Orwellsche auf dem Kopfstellung ihre Bedeutung vollständig verloren hat. Die Wertegemeinschaft unserer Weltgewaltordnung, die sich ja offen als solche proklamiert, kleidet sich also ganz wesentlich in eine Orwellsche Sprache. Ohne diese Orwellsche Sprache würde ihre Perversität natürlich sofort ins Auge fallen. Die Weltgewaltordnung ist wesentlich auf eine Orwellsche Sprache angewiesen. Und ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Sie können das jeden Tag viele andere Beispiele finden. Es wird uns sozusagen ideologisch vermittelt, dass wir einige notwendige Unterscheidungen treffen müssten, um zu verstehen, dass unsere Weltgewaltordnung eigentlich eine Weltfriedensordnung ist. Zu diesen notwendigen Unterscheidungen gehört, dass wir unterscheiden müssen zwischen konstruktiven Blutbädern, das sind die von uns angerichteten, und schändlichen Blutbädern, das sind die von unseren Feinden angerichteten. Wir müssten unterscheiden zwischen verständlichen Erschießungen von Demonstranten bei Zusammenstößen, wie jüngst in Gaza, von verdammungswürdigen Massakern an Zivilisten. Wir müssten unterscheiden zwischen einem wohlwollenden Terrorismus, nämlich der zur Verbreitung von Demokratie und Menschenrechten, und einem moralisch gerechtfertigten Terrorismus, Drohnenmorde, von einem verdammungswürdigen Terrorismus, nämlich die Verbrechen unserer Feinde. Wir müssten unterscheiden zwischen betrauerbaren Opfern, nämlich unsere Opfer, und nicht betrauerbare Opfer, nämlich ihre Opfer. Das ist ein Thema, mit dem sich Judith Butler ausführlich beschäftigt hat. Das sind jahrhundertealte Unterscheidungen, die kaum noch hinterfragbare Grundlage, das haben wir tief internalisiert, jeden Tag in der Zeitung, unserer westlichen Wertegemeinschaft. Das durchzieht unsere Geschichte von den Kreuzzügen. Wir müssen immer wieder versuchen, den Blick für die Kontinuitäten der Dinge zu kriegen. Das durchzieht unsere Geschichte von den Kreuzzügen bis heute. Also, so viel zum Völkerrecht und seinen Bedrohungen. Das Völkerrecht ist perforiert, an den Wurzeln zerfressen.
Jetzt kommt der zweite Traum, Demokratie. Demokratie als Vergesellschaftung von Herrschaft durch souveräne Selbstgesetzgebung des Volkes. Demokratie heißt, alle Machtstrukturen haben ihre Existenzberechtigung nachzuweisen, sonst sind sie illegitim und zu beseitigen. Jeder Bürger, das ist natürlich auch im Kern von Demokratie, jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen haben, die sein eigenes gesellschaftliches Leben betreffen. Jetzt müssen wir uns hier, weil wir aufpassen müssen, immer bei den Wörtern, auf die wir stoßen, wir müssen uns hier jetzt klar machen, was meinte eigentlich die Aufklärung mit Volk? In der Demokratiekonzeption der Aufklärung wurde Volk rein verfassungsrechtlich verstanden, also nicht ethnisch, nicht kulturell und auch nicht durch irgendwelche soziologischen Kriterien. Es ist ganz wichtig, dass wir hier sehen, dass dieser Volksbegriff ein rein verfassungsrechtlicher ist. Das bedeutet, wenn wir da keine Annahme einer ethnischen Homogenität haben, dann bedeutet das ein großes Spektrum von Partikularinteressen. Demokratie bedeutet in der Konzeption der Aufklärung Pluralität und Heterogenität. Pluralität und Heterogenität heißen, es muss Prozeduren geben, wie man unterschiedliche Partikularinteressen miteinander in Einklang bringen kann. Es muss formale Prozeduren geben zur Kompatibilisierung von Partikularinteressen. Das ist Demokratie. Ganz schwieriges Problem. Der Austausch unterschiedlicher Partikularinteressen, jetzt nähern wir uns wieder dem Thema an, geschieht über den öffentlichen Debattenraum. Der öffentliche Debattenraum ist das Herzstück der Demokratie. Der öffentliche Debattenraum bietet allen Beteiligten mit ihren unterschiedlichen Interessen eine Möglichkeit zur Konsensfindung und zwingt sie, argumentative Anstrengungen zur Objektivierung ihrer subjektiven Interessen zu unternehmen. Der öffentliche Debattenraum ist, wenn Sie so wollen, der Maschinenraum der Demokratie. Im öffentlichen Debattenraum soll Heterogenität und Pluralität ausgehandelt und in Einklang gebracht werden. Eine Demokratie, die nicht einfach eine Mehrheitsdiktatur ist, wie die athenische Demokratie, ist darauf angewiesen, solche Prozeduren zur Aushandlung partikularer Interessen anzubieten. Wenn der öffentliche Debattenraum beschädigt ist, indem er beispielsweise durch mächtige Interessengruppen dominiert wird, oder indem Informationen nur verzerrt in ihm enthalten sind, dann ist die Grundlage der Demokratie entzogen. Öffentlicher Debattenraum und Demokratie kleben aneinander, die sind nicht trennbar. Was heißt intakt? Wann ist ein Debattenraum intakt? Alle relevanten Informationen müssen unverzerrt allen Beteiligten zur Verfügung stehen. Der Debattenraum muss die Pluralität gesellschaftlicher Interessen widerspiegeln und darf nicht durch ökonomische und politische Interessen determiniert oder eingeschränkt sein. Demokratie ist angewiesen auf die Intaktheit des öffentlichen Debattenraumes. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich klar macht. Das ist der Punkt, wo Meinungsvielfalt nicht einfach ein Luxus ist, seine Meinung mal sagen zu können, sondern sie ist die Grundlage der Möglichkeit von Demokratie. Das führt uns dann natürlich direkt zum Thema Medien. Bevor wir uns aber kurz mit den Medien beschäftigen, müssen wir uns klar machen, dass die Idee von Demokratie von den Mächtigen nie, zu keiner Zeit, nie in irgendeiner Weise akzeptiert wurde.
Der scheinbare Siegeszug der Demokratie ab dem 19. Jahrhundert, und heute sind ja fast alle Staaten der Welt Demokratien. Der scheinbare Siegeszug der Demokratie seit dem 19. Jahrhundert konnte nur erfolgen dadurch, dass man die Bedeutung von Demokratie schrittweise geändert hat und aus Demokratie so schrittweise schleichend geändert hat, dass sie de facto eine Elitenherrschaft bedeutet, also eine Wahloligarchie, eine Wahlelitenoligarchie. Das ist die Situation, die wir heute haben. Das heißt, ganz wichtig, der Demokratiebegriff hat sich im Grunde seit dem 18. Jahrhundert massiv verschoben. Der hat nichts mehr mit Volkssouveränität zu tun. Das steht irgendwo noch, ich glaube, auf einer Briefmarke. Sondern er wurde systematisch verschoben. Ich gebe Ihnen hier nur eine Formulierung der großen Sozialhistorikerin Ellen Maxins-Wood. Die Idee der repräsentativen Demokratie, die wurde ja von den amerikanischen Gründervätern erfunden als Demokratieabwehr, diente von Anfang an der Demokratieabwehr und wurde als ein Mittel verstanden, um das Volk von der Politik fernzuhalten, indem man ihm die Illusion, Demokratie ist ja ein richtiges Zauberwort, das hat eine große Faszination, das gibt uns ja so das Gefühl, wir bestimmen. Man gab dem Volk die Illusion von Demokratie und konnte es dadurch aber letztlich von der Politik fernhalten und eine besitzende Oligarchie mit der Unterstützung der Masse der Bevölkerung über Wahlen an der Macht zu halten. Das mag jetzt für den einen oder anderen bei Ihnen vielleicht radikal klingen, aber das ist Konsens in der Literatur. Also in der fachpolitischen Literatur ist das zur Geschichte des Demokratiebegriffs Konsens. Wie lässt sich jetzt das Volk von der Politik fernhalten? Will ich nur ganz kurz darauf eingehen, weil Sie das auch an anderer Stelle finden. Ganz wichtig ist, man muss das Bewusstsein der Bürger so manipulieren, dass sie unfähig werden, angemessene Schlüsse aus ihren eigenen Erfahrungen zu ziehen. Das nannte man in der Aufklärung Verblödung. Nämlich zu begreifen, dass sie an allen relevanten politischen Entscheidungen keinen Anteil haben. Das ist ja mittlerweile, Sie kennen wahrscheinlich die Studie von Page in Princeton, eine groß angelegte empirische Untersuchung, die zeigt, dass der Einfluss des durchschnittlichen amerikanischen Wählers auf politische Entscheidungen exakt bei Zero liegt, Null. Dann kann man das erreichen, Indoktrination durch falsches Bewusstsein und Falschidentitäten, das Gefühl der Ohnmacht und Angst. Angst ist sowieso ein wunderbares Manipulationsmittel. Wer Angst hat, ist unfähig zu lernen. Angst verengt den psychischen Fokus so stark, dass wir die Befähigung zum Lernen verlieren. Wir können aus Erfahrungen keine angemessenen Schlüsse mehr ziehen. Die Angstinduktion ist ein ganz großes Herrschaftsmittel. Und das kann man durch einen ganz einfachen Weg erreichen, durch Krieg. Krieg führt immer dazu, dass die Leute Angst haben und dann innere Entwicklungen in einem Staat hinnehmen. Das ist übrigens das Thema von Kant in seiner Friedensschrift, dass er sagt, das Wichtige ist nicht jetzt nur, dass der Krieg hohe Kosten hat, sondern der Krieg hat hohe strukturelle Kosten. Wenn Krieg ist, nehmen die Bürger ihre eigene Entmündigung, nehmen Sie die gerne hin und lassen die Fortschritte, die zivilisatorisch erzielt worden sind, die werden wieder abgebaut. Und deswegen ist einer der Haupttricks heute, wenn man einen permanenten Krieg hat, völlig unbefristet, weder lokal befristet noch zeitlich befristet, das ist das ideale Mittel, um einen Zustand zu erzeugen, in dem man den einen noch
wie auch immer demokratischen Staat in einen autoritären Sicherheitsstaat umbauen kann, ohne große Proteste. Dann gibt es all die anderen Dinge, die ja auch lange studiert sind, ganz systematisch in den 50er Jahren, wo offen gesagt wurde, man muss eine politische Apathie in der Bevölkerung erzeugen, hat man ganz tolle Techniken entwickelt, wie das geht, durch Überflutung mit Nichtigkeiten, Infantilisierung und so weiter und so weiter. Und das Veränderungsbedürfnis auf Scheinziele ablenken, da eignen sich natürlich Eindringlinge, Flüchtlinge, wer immer, besonders gut zu. Nun zu unserem zivilisatorischen Traum, die Pluralität, die in jeder Gesellschaft vorhandene Pluralität unterschiedlicher Interessen, eine Prozedur anzubieten, in dem auf friedliche Weise die Unterschiedlichkeit von Interessen in Einklang gebracht werden kann. Das ist der öffentliche Debattenraum. Der wird durch die Medien konstituiert. Werfen wir also einen kurzen Blick auf die Medien. Ich weiß, ein ausgelutschtes Thema. Wir müssen uns klar machen, der öffentliche Debattenraum, das ist die Voraussetzung von Demokratie, darf nicht in systematischer Weise verzerrt sein. Wenn der öffentliche Debattenraum verzerrt ist, entfällt die Grundlage von Demokratie. Das Problem ist, Massenmedien dienen nicht zur Verbreitung von Wahrheit. Können sie gar nicht, weil jede individuelle Zeitung ist eingebunden in einen Interessenkontext, in einen ganz spezifischen. Eine Zeitung ist kein Erkenntnistheoretiker und Philosoph. Sie ist eingebunden in einen Interessenkontext. Keine Zeitung ist ein Wahrheitsmedium. Das ist eine solche Plattitüde, dass der große Journalist und Theoretiker der Elitendemokratie, Walter Lippmann, das als eine Selbstverständlichkeit gesagt hat. Nachrichten und Wahrheit hat nichts miteinander zu tun. Warum wird heute so ein Getöse darum gemacht? Nachrichten sind keine Wahrheiten. Medien sind eingebunden in einen ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Machtkontext. Ohne hinreichende Kenntnis dieses Machtkontextes kann man Nachrichten überhaupt nicht interpretieren. Man kann sie gar nicht einordnen. Das heißt, was Bürger brauchen, ist eine Medienkompetenz. Wenn ich etwas lese, dann muss ich immer wissen, wer will eigentlich mit welchem Interesse mir hier was sagen. Die Medien haben aber jetzt gerade die Funktion, die Ausbildung von Medienkompetenz der Bürger zu blockieren, indem sie uns die Ideologie vermitteln, dass Medien nicht in einen politischen, ökonomischen Machtkontext eingebunden seien, und dass Medien dazu dienten, die Wahrheit zu vermitteln. Mit dieser Ideologie bleiben wir unfähig, auch nur irgendeine Art von Medienkompetenz zu erwerben. Nun schauen wir uns an, was verzerrt denn alles die Nachrichten, die in den Medien stehen? Da gibt es zunächst eine Vielzahl von strukturellen Faktoren, die zwischen der wirklichen gesellschaftlichen Realität und dem medialen Abbild der Realität stehen. Die filtern das sozusagen. Auch das hat Walter Lippmann als Selbstverständlichkeit auf den Punkt gebracht. Zwischen der Realität und den Medien stehen eine Vielfalt von Selektionen, die diese Dinge verzerren. Hermann und Chomsky haben das in ihrem berühmten Propagandamodell, das beruhte auf sorgfältigen empirischen Analysen der Medien, haben sie das sozusagen deskriptiv zusammengefasst. Der Erste, der die Nachrichten filtert, ist natürlich der Eigentümer. Bertelsmann, Axel Springer, wen immer sie haben, der eine Linie vorgibt. Dann die Einnahmenquellen, die Werbekunden filtern.
dann die Nachrichtenquellen, auch ein vielfach übersehener Punkt, dass fast alle Redaktionen von Medien ihre Nachrichten durch große Medienagenturen, es gibt nur ganz wenige, meist privat, wirtschaftliche Medienagenturen, die alle Redaktionen, ob Süddeutsche, Spiegel und so weiter, mit dem versorgen, was gerade als Nachrichten gilt. Das sind ganz mächtige Filter. Dann Sperrfeuer durch mächtige Interessengruppen. Das sind all die Anrufe, sobald was erschienen ist, klingelt das Telefon. Und die Kontrastideologie, das ist die Hintergrundideologie, 50er, 60er Jahre war das der Antikommunismus. Heute ist es wir gegen die anderen, westliche Wertegemeinschaft gegen Russland und so weiter. Also, es gibt mächtige strukturelle Faktoren, die man kennen muss, wenn man Nachrichten interpretiert. Dann gibt es psychologische Faktoren, die zu einer Filterung führen. Politische Journalisten suchen die Nähe zur Macht. Ist nicht überraschend. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel, ein Artikel von 1993 aus der Washington Post. Die Journalisten der herrschenden Klasse. Was ist die herrschende Klasse? Schreibt einer der Herausgeber der Washington Post hier. Denn die beste Verkörperung der herrschenden Klasse ist der Council of Foreign Relations. Da hat man sozusagen die Verkörperung des Establishment. Also fragt er, wir gucken uns mal an, wie die Beziehung von Journalisten zu diesem Think Tank sind. Und stellt dann fest, charakteristisch für den heutigen Council, heutig ist 1993, dann wissen Sie, ist alles unendlich viel schlimmer, ist die hohe Beteiligung von Journalisten und anderen Medienakteuren, die mehr als 10% der Mitglieder stellen. Die Mitgliedschaft dieser Journalisten im Council, wie auch immer sie sich selbst sehen, da weiß er genau, kann man nichts drauf geben, wie ihr Selbstbild ist, ist eine Anerkennung ihrer aktiven und wichtigen Rolle in öffentlichen Angelegenheiten und ihres Aufstiegs in die amerikanische herrschende Klasse. Sie analysieren und interpretieren nicht nur die Außenpolitik, sie helfen dabei, sie zu gestalten. Dieses Problem ist heute sehr viel massiver. Politische Journalisten wollen selbst Akteure sein. Sie wollen Politik machen. Sie wollen nicht einfach Politik berichten, sondern sie wollen aktiv Politik machen. Das ist im Grunde ein psychologischer Faktor der Nähe zur Macht. Es gibt andere Faktoren, die natürlich sehr viel allgemeiner gelten, nicht nur für Journalisten. Die Banalität des Opportunismus. Hier haben Sie nochmal das Bruegel-Prinzip. Wenn du mir die Stiefel leckst, wird das für dich von Vorteil sein. Oder das Nietzsche-Prinzip. Willst du das Leben leicht haben, so bleibe immer bei der Herde. Liebe den Hirten und ehre das Gebiss seines Hundes. Wenn man also dem Gebiss des Hundes entgehen will, dann ist es schon, um das Leben leichter zu haben, von Vorteil, wenn man sich auch als Journalist wie, sagen wir mal, Eisenspäne in den Kraftfeldern der Macht ausrichtet. Das sind ganz banale Faktoren, die aber massiv dazu führen, dass Nachrichten, das ist das Steinmeiersche Homogenität, Konformitätsdruck in den Köpfen der Journalisten. Hinzu kommt etwas anderes, dass zunehmend eine Privatisierung von Propaganda entstanden ist, übrigens schon seit den 20er Jahren. Bereits in den 20er Jahren ging man dazu über, Propaganda, die ja schon damals nicht mehr so genannt wurde, sondern man sagte, wir hatten schlechten Klang gekriegt durch Goebbels, wir nennen sie mal PR. Propaganda zu privatisieren, weil wir sozusagen als Teil unseres mentalen oder psychischen Immunsystems, wir haben eine gewisse Sensibilität für Staatspropaganda, da reagieren wir gleich drauf, das mögen wir nicht. Wenn man aber die Staatspropaganda outsourced und sie in PR-Agenturen gibt, dann funktioniert das mit unserer Sensibilität gegen Propaganda nicht mehr so, sodass dieser Trick
Wie gesagt, das fing in den 20er Jahren an. Die USA haben einen gigantischen technologischen Vorsprung in der Organisation von Propaganda. Das geht auch im Moment in allen Diskussionen unter. Es wird immer entweder die Überlegenheit der Russen oder eine Art Symmetrie unterstellt. Die Russen üben noch. Die Amerikaner haben mindestens 4-5 Jahrzehnte gewaltigen technologischen Vorsprung durch Psychologen, durch alle möglichen, wie man Propaganda effizient umsetzt. Hier ein Beispiel von einem der Chefs dieser PR-Agenturen. Mindestens 40% der Informationen einer Tageszeitung stammen mittlerweile, und das ist auch schon länger her, von PR-Agenturen. Das heißt, der öffentliche Debattenraum wird von PR-Agenturen maßgeblich gestaltet. Die öffentliche Meinung ist ein viel zu kostbares Gut, als dass man sie den Bürgern überlassen könnte. Das gilt für alle möglichen Akteure, die sich da tummeln. Das Pentagon tummelt sich da. Hier ist durch sozusagen einen besonders glücklichen Fall, hat der Vorstandsvorsitzende der Associated Press, hat irgendwann mal mir auf einer Party aus dem Nähkästchen geplaudert und gesagt, er hält es nicht mehr aus. Es sitzen 27.000, das hat er durch Dokumente sogar belegt, 27.000 Berater sitzen in allen Redaktionsstuben und achten darauf, dass das Steinmeier-Prinzip der Homogenität auch gewährleistet ist. Das gilt jetzt auch im digitalen Raum. Diese 50 Jahre Vorsprung werden natürlich von den Beteiligten durchaus gesehen. Barack Obama hat es einmal auf den Punkt gebracht. Unsere Befähigung, die Weltmeinung zu prägen, das ist den Amerikanern ganz bewusst. Sie haben eine absolute Dominanz im Prägen der Weltmeinung. Da stecken die 50, 60, 70 Jahre intensiver Forschung und Bemühungen drin. Wie kann man das bewerkstelligen? Diese Befähigung, die Weltmeinung zu prägen, wirkt sich natürlich auch im digitalen Raum aus. Deswegen gibt es im Moment massive Kämpfe, auch da die Dominanz zu erhalten. Hier ist ein Beispiel aus dem Guardian. Die britische Armee von 2015. Die britische Armee schafft eine Spezialeinheit von Facebook-Kriegern, die in psychologischen Operationen geschult sind, um konventionelle Kriegsführung im Informationszeitalter zu betreiben. Sowohl die israelische als auch die US-Armee sind bereits massiv in psychologische Operationen involviert. Kommt eigentlich in unseren Medien überhaupt nicht vor, welche intensiven Bemühungen da passieren. Und die Truppe versucht, und darum geht es immer wieder, und das sagen die ganz offen, es geht darum, das Narrativ, nicht nur die Auswahl von Fakten, sondern auch das Narrativ zu kontrollieren. Hier sind ein paar neuere Dinge, ganz frisch. Der Atlantic Council, hatten wir vorhin schon, der Atlantic Council verbündet sich mit Facebook, um sich liebevoll um demokratische Wahlen in aller Welt zu kümmern. Microsoft verbindet sich mit Thinktanks und Universitäten, um Democracy zu verteidigen. Wenn sich jetzt, und das ist eine ganz wichtige Entwicklung, wenn sich die privaten Monopolisten des Netzes mit staatlichen Machtapparaten, die einen aus Gewinnstreben, die anderen aus autoritärem Sicherheitsmachtstreben, wenn sich diese beiden aus unterschiedlichen Motiven miteinander vernetzen, um auch im digitalen Raum for freedom and democracy zu kämpfen, dann müssen wir eigentlich konstatieren, dass von den großen Hoffnungen, von den emanzipatorischen Hoffnungen, die wir in das emanzipatorische Potenzial des Internets hatten, eigentlich nur noch ein Schatten geblieben ist. Unser drittes, letztes vorbereitendes Kapitel, was darauf zielt, wie ist es eigentlich in den letzten Jahrzehnten zu diesem massiven Schrumpfen des öffentlichen Debattenraumes gekommen?
Das liegt an ganz bestimmten Entwicklungen, die zu tun haben mit der Beziehung von Kapitalismus und Demokratie. Kapitalismus und Demokratie, auch das ist ein Thema, was ist ein ganz grundlegendes Thema, gibt es riesige Literatur zu, völlig unstreitig. Max Weber hat das schon konstatiert. Demokratie und Kapitalismus passen nicht zueinander. Das ist aber trivial. Kapitalismus heißt, Arbeit wird in Lohnarbeit transformiert, also in Dienst am fremden Eigentum, also in Unterwerfung und die Verwertungsbedingung des Akkumulationsprozesses. Das bedeutet Unterwerfung unter die Machtverhältnisse, die eine Minderheit der Besitzenden über eine Mehrheit von Nichtbesitzenden ausübt. Wusste Aristoteles schon, passt mit Demokratie nicht zusammen. Jetzt passiert Folgendes: Eine historisch kontingente, zufällige, sehr komplexe Konstellation in der Nachkriegszeit führte dazu, dass das eigentlich unversöhnliche Spannungsverhältnis zwischen Kapitalismus und Demokratie eine Zeit lang verdeckt wurde. Das war der sogenannte Klassenkompromiss. Ich gehe da jetzt ganz schnell durch, weil die Dinge für viele von Ihnen bekannt sind. Der Klassenkompromiss basierte auf einer Reihe von Faktoren, nämlich kontinuierliches Wachsen der Realwirtschaft, das war durch Automatisierung, durch all solche Sachen, und damit Sicherung der Kapitalrentabilität. Die Lohnentwicklung war am Produktivitätszuwachs orientiert, wie das eigentlich sein sollte. Rechtliche Sicherung von Interessen der Lohnabhängigen, gesellschaftliche Einbettung der Marktkräfte. Die Marktkräfte waren in die Gesellschaft eingebettet, damit eingehegt. Heute ist es umgekehrt, die Gesellschaft wird in den Markt eingebettet. Dieses Verhältnis wird einfach umgedreht. Und dass es Regierungen gibt, die an einem Interessenausgleich interessiert sind. Und Kapitalakkumulation geht immer von unten nach oben. Bei dem Klassenkompromiss sagte man, man braucht Mechanismen, um eine kontrollierte Umverteilung von oben nach unten zu machen, um die Dinge in Balance zu halten, beispielsweise über die Steuer. Unter diesen Bedingungen konnte es auch unter kapitalistischen Produktionsweisen, konnte die Demokratie zu einem Motor des wirtschaftlichen Aufschwungs werden. Jetzt könnte man sagen, prima, machen wir weiter so, wenn es damals geklappt hat. Dieser Klassenkompromiss zerbrach, weil die historischen Bedingungen, an die er gekoppelt war, historisch singulär sind, sich nicht wiederholen lassen. Wolfgang Strick hat das so formuliert: Stück für Stück zerbricht die Zwangsheirat, die den Kapitalismus seit 1945 mit der Demokratie verband. Woran lag es, will ich nur ganz kurz, das ist ein bisschen kontrovers, ich habe ein paar Fragezeichen gemacht, in der Literatur streitet man sich, was sind die Hauptgründe, aber all diese Gründe kommen vor, Vietnamkrieg, die hohe Verschuldung der USA, Inflation, Ölpreisschock und so weiter, Unternehmenspleiten, Massenarbeitslosigkeit. Jetzt hat das Kapital in der echten Wirtschaft, in der produzierenden Wirtschaft, hat das Kapital jetzt nicht mehr die Rendite, die es gerne hätte. Das heißt, die nationale Realwirtschaft verliert gegenüber dem global mobil gemachten Finanzkapital an Systemrelevanz. Die wird unwichtig. Jetzt brechen die Verteilungskonflikte wieder auf und damit ist das sozialdemokratische Modell eines Klassenkompromisses erledigt. Und zwar ein für alle Mal. Es gibt ja viele, die träumen davon zu sagen, wir müssen wieder zurück in die 70er Jahre. Da war das doch alles irgendwie. Das hing an spezifischen Faktoren, die heute nicht mehr gelten. Das heißt, mit der Wirtschaftskrise der 70er Jahre suchte das Kapital nach Lösungen, wie es wieder rentabel werden kann. Es machte sich von nationalen Beschränkungen frei. Und es fand der Übergang zum entfesselten Kapitalismus, der globale Finanzkapitalismus, statt.
Jetzt kommt der interessante Punkt. Das waren Entwicklungen, die passierten sozusagen aus der inneren Logik des Kapitalismus. Jetzt gab es aber, unabhängig von diesen Entwicklungen, gab es eine Ideologie, den Neoliberalismus, der aus ganz unterschiedlichen Quellen, es gibt ganz viele Quellen, die da zusammenkommen, auch sehr unterschiedlich sind, aber es kristallisierte sich sozusagen eine neoliberale Ideologie heraus, die eigentlich die ganzen Jahre vorher, die gab es schon lange vor den 70ern, ein Schattendasein gefristet hatte. Nicht mal mehr Ökonomen interessierten sich dafür, weil sie voller innerer Kohärenzen war und ziemlich absurd und ich weiß nicht was. Interessierte sich also keiner so richtig dafür. Mit dieser Entwicklung, mit dieser Krise wurde die neoliberale Ideologie plötzlich entdeckt, weil sie für die Zwecke des Kapitals, einer ideologischen Rechtfertigung dessen, was da ohnehin passierte, sich besonders eignete, nämlich die Ideologie des freien Marktes, der durch sein Wirken Rationalität verkörpert, der darf nicht behindert werden, Marktkräfte muss man sich selbst überlassen, staatliche Eingriffe seien ebenso wie Demokratie Marktstörungen. Demokratie, wurde ganz offen gesagt, ist eine Marktstörung, das geht nicht. Die neoliberale Ideologie, deren Kernvokabular von Reform, Freiheit, Globalisierung, das lässt sich an einem Nachmittag, 2 Stunden im Ohrensessel, lässt sich das lernen. Die neoliberale Ideologie ist eine kognitiv ausgesprochen flache Ideologie. Jeder, der sie lernen möchte, ob Journalist, Kapitalist, wer immer, hat sie ganz schnell gelernt und kann sie dann gebetsmühlenartig wiederholen. Das ist ein Prozessvorteil, damit eine Ideologie sich verbreitet. Diese Ideologie wurde jetzt sozusagen zum Motor, um diese Entwicklung noch mal kräftig zu beschleunigen. Sie verband sich damit und beschleunigte jetzt Entwicklungen, die ohnehin stattgefunden haben. Und sie gab der Klassen der Reichen ein neues Klassenbewusstsein. Das hatten die bis dahin nicht mehr. Die kämpften auch Agrarindustrie gegen Pharmaindustrie, gegen Militär und so weiter. Jetzt gab es ein neues Wir-Gefühl. Wir, die freien Marktmenschen. Die neoliberale Ideologie schuf eine Identität. Und das ist ein großer synergetischer Effekt. Und führte zu einer massiven Verschmelzung. Und jetzt kommt für unser Thema wieder wichtig, kommen wir noch drauf, eine massive ideologische Homogenisierung politischer und ökonomischer Eliten. Da, wo wir früher auf Elitenebene noch Heterogenität hatten, tritt jetzt seit den 70er Jahren bis heute eine massive Homogenisierung ein. Die neoliberale Ideologie diente zudem als Revolutionsprophylaxe. Das Volk hätte ja bei einer so massiven Umverteilung von unten nach oben maulen können. Die Revolutionsprophylaxe der neoliberalen Ideologie ist zu sagen, da könnt ihr euch auch über das Wetter beschweren. Diese Umverteilung machen wir ja gar nicht. Das ist eine Naturgesetzlichkeit der freien Märkte. Da kann man nichts dran ändern. Das ist ja alternativlos, weil das die freien Märkte machen. Das ist eine Revolutionsprophylaxe, die das Volk in Apathie, in Hoffnungslosigkeit führt, weil man sowieso nichts mehr machen kann. Wie hat sich das auf den öffentlichen Debattenraum ausgewiesen? Die neoliberale Ideologie ist das, was Adam Smith ja schon bezeichnet hat, alles für uns selbst und nichts für andere, scheint zu allen Zeiten die niederträchtige Maxime der Herren der Welt gewesen zu sein. Nur, dass zur Zeit des Feudalismus die Macht noch ein Ziel hatte, man konnte sie sehen, sie war greifbar, das Volk stand irgendwann mit Mistgabeln vor der Tür. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil sie nicht dem freien Markt mit Mistgabel begegnen können. Das sind Naturgesetzlichkeiten. Der Witz, wie man eine Ideologie durchsetzen kann, ist immer.
die Sprache besetzen. Da war sich Hayek sehr bewusst. Die erfolgreichste Technik besteht darin, die alten Worte beizubehalten, aber ihren Sinn zu ändern. Ja, da können wir ein ganzes Falschwörterbuch des Neoliberalismus aufmachen. Kein Wort bedeutet mehr das, das ist Orwell pur. Kein Wort bedeutet mehr das, was es bedeutet. Sie müssen bei jedem Wort aufpassen. Jedes Wort ist wie eine Bananenschale. Bevor Sie noch hingucken, sind Sie ausgerutscht und in die Falle gegangen. Wenn die Bedeutung vertrauter Wörter Orwellsch auf den Kopf gestellt wird, ist auch das Denken vergiftet. Noch schlimmer wird es, wenn Sie das gesamte Narrativ auf den Kopf stellen, also den gesamten Referenzrahmen sozusagen. Das gesamte Bezugssystem wird auf den Kopf gestellt. Dann verlieren wir unsere Urteilsfähigkeit auch noch für die elementarsten Dinge. Schwieriger Punkt, ich gebe Ihnen aber eine kleine Demo, die Ihnen das veranschaulicht, worum es geht. Betrachten Sie hier einmal den affektiven Ausdruck des linken und des rechten Gesichts. Sie sehen, dass links sehen Sie das freundliche, offene Lächeln von Maggie Thatcher und rechts sehen Sie das offene, freundliche Lächeln von Maggie Thatcher. Nun schauen wir uns an, wie der affektive Ausdruck des rechten Gesichts in Wirklichkeit ist. Schauen Sie gut hin. Das heißt, man muss die Dinge nur, man muss das Bild nur auf den Kopf stellen oder allgemeiner gesprochen, wenn ich das gesamte Narrativ auf den Kopf stelle, verliere ich die Urteilsfähigkeit selbst für ganz elementare Dinge. Das gilt nun allgemein. Die neoliberale Sprache hat das Denken massiv vergiftet. Sie stellt die Dinge auf den Kopf, wir verlieren unsere Urteilsfähigkeit. Das gilt auch für den Übergang der Parteien, der alten Volksparteien, zu neoliberalen Konsensparteien. Beispielsweise das sozialdemokratische Lächeln der SPD wurde dadurch, dass die Partei sich in den Dienst der neoliberalen Revolution gestellt hat, längst den hässlichen Ausdruck des Neoliberalismus angenommen. Und das Interessante ist, dass es aber dennoch weiterhin von vielen in der Bevölkerung als freundliches sozialdemokratisches Lächeln wahrgenommen wird. Damit sind wir im Thema, wie sich die Parteien verändert haben. Durch die neoliberale Revolution entstand ein neuer Parteientyp, die sogenannten Kartellparteien. Erinnern wir uns erstmal, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich gar keiner mehr. Die neoliberale Revolution von oben wurde maßgeblich in Europa von sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien implementiert. Das heißt, in Deutschland ab 1999 Senkung des Körperschaftssteuersatzes, Senkung des Spitzensteuersatzes, Senkung der Abgeltungssteuer, Abschaffung der Steuerveräußerungsgewinne, Abschaffung der Erbschaftssteuer, Abschaffung der Kosten oben, aber unten enger, Hartz IV, massive Ausweitung des Niedriglohnsektors, Leiharbeit. Die Dinge summieren sich, freiwilliger Verzicht. Die Reichen wurden systematisch von Beiträgen zur Gemeinschaft entlastet. Dieser freiwillige Verzicht summierte sich auf 55 Milliarden Euro pro Jahr.
während Infrastruktur zerfällt, Sozialstaat abgebaut wird und so weiter. Das waren wesentlich sozialdemokratische, sozialistische Parteien in Europa. Ernst Weltke, damals Bundesbankchef, war, sagt, Agenda 2010 ist doch nichts, Leute. Die Bevölkerung kann noch weit mehr an Einschnitten und Kürzungen wegstecken. Die Bevölkerung ist bereit, mehr hinzunehmen. Es komme nur darauf an, Aufbruchstimmung zu erzeugen. Das ist ein typisches Beispiel für die Manipulationstechnik des Hoffnungsmanagements, indem man die Bedürfnisse der Bevölkerung auf Änderung, auf Hoffnung abschöpft und in eine andere Richtung lenkt. Großmeister dieser Disziplin des Hoffnungsmissbrauchs war ja Barack Obama, der für seine Hope and Change-Kampagne dafür einen Preis der amerikanischen Werbewirtschaft bekommen hat. Was jetzt passiert, ist die Umwandlung der Volksparteien durch die neoliberale Revolution. Die verloren ihre Verankerung, integrierten sich in staatliche Machtapparate, wurden zu Wahlmaschinen, zur Legitimitätssicherung und medialen Inszenierung. Sie mussten sozusagen minimale Unterschiede medial groß aufblasen, organisierten in enger Verbindung mit der Medienindustrie. Wahlen und Produkt war dasselbe. Medienwirtschaft, Produktwirtschaft und Wahl verschmolzen zunehmend. Und die Basis hatte jetzt nur noch die Rolle als Cheerleader, schrieben Katz und mir in ihrer Arbeit, zwei berühmte Parteienforscher. Die Basis dient dazu, die Bevölkerung sozusagen anzuheizen und natürlich auch Plakate zu kleben. Diese, Peter Mehr, der große Parteienforscher, und Katz nannten diese neue, ist ein ganz neuer Parteityp, der ist empirisch gut studiert. Eine Diskussion, die in der Presse nicht vorkommt, wie eigentlich die Parteien sich zu einem neuen Typ geändert haben. Sie nennen die Kartellparteien. Das Wort erklärt alles. Diese Kartellparteien erklärten sich jetzt zur neuen Mitte. Und erklärten die Links-Rechts-Unterscheidung für überflüssig, denn die einzige Rationalität ist im Markt verkörpert. Es gibt keine linke und rechte Wirtschaftspolitik oder Politik. Es gibt nur noch vernünftige oder unvernünftige. Es kann ja zur Vernunft keine Alternativen mehr geben, denn die Alternative zur Vernunft ist Unvernunft. Und wer will die? Diese Mitte, und das müssen wir uns klar machen, es gibt heute praktisch nur noch eine Mitte, auch ein europäisches Phänomen, diese Mitte ist fundamentalistisch und extremistisch. Sie hat mit Mitte, diese Mitte hat mit dem traditionellen, ohnehin schon sehr entleerten Begriff von Mitte nichts mehr zu tun. Sie ist extremistisch in ihrer Demokratieverachtung, beispielsweise in dem Ausmaß der Entmachtung der Legislative durch die Exekutive. Massiv. Das wird von Politikern auch explizit gesagt, Merkel zum Beispiel, wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit, Grundgesetz hin oder her. Hier eine ganz neue, gerade erschienen in der New York Times, der Bericht über eine groß angelegte empirische Studie in vielen Ländern, Befragung von Personen, die sich zur Linken, zur Rechten oder zur Mitte zählen. Der Befund dieser Studie ist einigermaßen schockierend. Den größten Hass auf die Demokratie finden wir bei Bürgern, die sich zur Mitte zählen. Die größte Ablehnung von Demokratie, was natürlich verständlich ist, weil sie sagen, wir brauchen das ganze Gebrabbel nicht mehr, die Palaver-Demokratie. Rationalität kann nur durch Experten verkörpert sein. Das ist der autoritäre Charakter der Mitte. Und die größte Neigung zu einem Führerprinzip, zu einer autoritären Lösung,
haben die Forscher hier, mit Ausnahme der ganz extremen Rechtsaußen, die größte Hang zu einem autoritären Führerprinzip bei Personen gefunden, die sich zur Mitte deklarieren. Die Mitte ist extremistisch. Die Mitte ist fundamentalistisch in ihrer Verachtung für alle Ideen einer solidarischen Gemeinschaft und in dem Festhalten an ideologischen Grundsätzen, Austerität und so etwas, die sie mit intoleranten und menschenverachtenden Mitteln durchsetzt. Jetzt ein anderer Punkt, auch ein großes Thema. Peter Mayer, der große Parteienforscher, sagt, der immer stärker eingeschränkte Spielraum für Opposition innerhalb des Systems, das System lässt gar keine Opposition mehr zu, ist einer der Gründe, warum der politische Bereich zu einem so starken Nährboden des Populismus geworden ist. Populismus ist eine Reaktion auf die extremistische Mitte. So, jetzt kommen wir am Ende nochmal auf den Debattenraum. Ich will den mal symbolisch sozusagen vor dem Hintergrund des menschlichen Geistes, hier symbolisiert durch das Gehirn. Die Möglichkeit, Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu finden, ist eigentlich im Menschen unbeschränkt. Das drückt gerade das praktisch unbeschränkte kreative Potenzial des menschlichen Geistes aus. Wir sind unbeschränkt darin, Utopien, Visionen, Lösungen zu entwerfen für gesellschaftliche Probleme. Das ist sozusagen der Möglichkeitsraum von Lösungen für gesellschaftliche Probleme. Jetzt passiert Folgendes. Symbolisieren wir mal hier mit dem Möglichkeitsraum, wie man ihn in den 70er Jahren hatte. Dann tritt jetzt, das hier, was innen liegt, ist jetzt der zulässige öffentliche Debattenraum. Das ist der öffentliche Debattenraum, von dem man sagt, der ist vernünftig. Und nur das, was innerhalb des zulässigen öffentlichen Debattenraums steht, steht politischen Entscheidungsträgern de facto als Lösung zur Verfügung. Das heißt, politische Entscheidungsträger können natürlich nicht auf das zugreifen, was im öffentlichen Debattenraum als völliger Unsinn markiert ist. Das ist eine Entwicklung, die in den 70er Jahren eintritt. Man teilt in etwas, was unvernünftig ist, gibt es jetzt ganz viele Worte für unvernünftig, irrational, extremistisch, populistisch. Und in das, was vernünftig ist, das schrumpft aber jetzt immer mehr zusammen, bleibt nur noch wenig übrig. Das ist dann die Mitte. Die Mitte ist vernünftig, rational, verantwortlich und so weiter und so weiter. Hier sehen Sie, und das kann man empirisch nachverfolgen, wie der öffentliche Debattenraum praktisch kollabiert ist seit den 70er Jahren. Das verkörpert sinnbildlich den Slogan des Neoliberalismus, es gibt keine Alternative. Jetzt kommt noch etwas anderes hinzu, dass die Mitte der neoliberalen Konsensparteien, die hatte zuvor ja erklärt, links und rechts haben sich überholt, jetzt nutzt sie trotzdem links und rechts, um die Grenze des zulässigen Debattenraumes nach links und rechts festzulegen. Zu markieren, was ist sozusagen das maximal zulässig Linke und das maximal zulässig Rechte. Interessanterweise haben die neoliberalen Konsensparteien mit dem rechten Rand ihrer Mitte noch nie Schwierigkeiten gehabt. Denken Sie beispielsweise daran, dass Franz Josef Strauß, wir sind in Bayern, Franz Josef Strauß gesagt hat, rechts von der CSU ist nur die Wand. Stoiber hat, ich glaube 88 oder irgendwann, hat er von einer entrasten und durchmischten Gesellschaft gesprochen. Denken Sie an die Leitkulturdebatte von etwa 2000, wo es um nationale Identitäten geht. Denken Sie an die Hetzkampagne von Wolfgang Schäuble Anfang der 90er Jahre gegen Flüchtlinge,
und die Asylantenflut und den darauf folgenden Ausschreitungen. Denken Sie an die massive Entfachung, an die massive Entfachung von Nationalismus und Rassismus durch die Kartellparteien im Kontext von 1993, von dem sogenannten Asylkompromiss, massive Einschränkung des Grundrechts auf Asyl. Da wurde massiv in der Bevölkerung Nationalismus und Rassismus aktiviert. Das heißt, die neoliberalen Kartellparteien hatten in ihrer Geschichte nie Schwierigkeiten mit dem rechten Rand. Schon damals wurden die rechten Parteien nicht als Gegner in erster Linie, sondern als Konkurrenten. Das galt damals für die Republikaner, so wie es heute für die AfD gilt. Als Gegner sehen die neoliberalen Konsensparteien natürlich diejenigen an, die einen fundamentalen Dissens zum neoliberalen Programm haben, das heißt die Linken. Deswegen ist es ganz wichtig, links eine harte Grenze einzuziehen, wo man sagt, das ist der maximal linke Dissens, weiter ist nicht zulässig. Diese Art Meinungskontrolle zu betreiben über die Einschränkung des öffentlichen Debattenraumes und damit Demokratie zu unterminieren, hat Chomsky schön auf den Punkt gebracht. Der intelligente Weg, Menschen passiv und fügsam zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptabler Meinung strikt zu begrenzen, aber eine sehr lebhafte Debatte innerhalb dieses Spektrums zu ermöglichen. Die Manipulation des Debattenraums ist ein, ohne dass wir es mitkriegen, ganz wichtiger Trick des Meinungsmanagements. Wer zieht die Grenze des öffentlichen Debattenraums? Nun, das machen wesentlich Intellektuelle. Diese Rolle der Intellektuellen ist gut studiert in der Literatur. Brecht hat sie in folgender Weise beschrieben, er nannte sie Tuis. Das ist hier eine Verdrehung von Intellektuell, Intellektuellin, weil der Intellektuelle alles am Kopf stellt und verdreht. Der Tui ist der Intellektuelle dieser Zeiten der Waren und Märkte, der Vermieter des Intellekts. Die Tuis sind Träger und Vermarkter der Freiheitsillusion, Weißwäscher, Ausredner, Kopflanger der Mächtigen. Sie sind überall über das Land verbreitet. Dieser Typ des Tui hat in jüngerer Zeit wieder stark an Bedeutung gewonnen, weil die Bevölkerung der Bevölkerung wird die Diskrepanz zwischen Ideologie und Realität immer deutlicher. Umso größer müssen die Anstrengungen sein, die damit verbundenen Brüche zu verdecken. Deswegen gibt es Scharen an Intellektueller und Journalisten, die genau diese Aufgabe leisten, eben Tuis. Nun ist es wie bei der Medienkompetenz erfreulicherweise so, dass man gut eine TUI-Identifikationskompetenz erwerben kann. Woran kann man TUIs erkennen? TUIs kann man sehr gut, kann man schon an ihren Themen erkennen, die nehmen immer Themen, mit denen Ideologien gerechtfertigt werden können. Und sie haben Argumentationen und ein Vokabular, mit denen vor allen Dingen Kritiker und Ideologiekritiker ausgegrenzt werden können. Man kann den TUI schon an seinen Themen erkennen. Und besonders die Jung-TUIs zeichnen sich häufig durch ein geradezu hemmungsloses Bemühen um die wohlwollende Aufmerksamkeit der Mächtigen in Politik und Medien aus. Durch großzügige Verwendung von staatlich anerkanntem Diffamierungsvokabular. Besonders beliebt sind Verschwörungstheoretiker. Besonders beliebt sind Verschwörungstheoretiker, Querfront und als nukleare Option
Antisemit. Womit Sie den Mächtigen demonstrieren, dass sie jederzeit bereit sind, deren Erwartungen zu erfüllen und die herrschende Ideologie tief internalisiert haben. Tuis gibt es übrigens auch in der Linken. Die tun ihr Bestes, emanzipatorische Bewegungen zu spalten, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt schauen wir uns kurz an, weil das Wort häufiger kam, links und rechts, was das eigentlich heißt. Die neoliberale Mitte sagt, die Unterscheidung ist obsolet geworden. Ich gebe Ihnen hier eine sozusagen minimalistische Definition berühmter Soziologen aus den 50er Jahren, die sagen, links ist Eintreten für einen sozialen Wandel in Richtung größerer Gleichheit. Rechts ist Unterstützung einer mehr oder weniger hierarchischen Gesellschaftsordnung. Niemand kann sagen, dass diese Unterscheidung, die ist minimalistisch, dass diese Unterscheidung obsolet geworden ist, die hat weiterhin Gültigkeit. Man könnte sagen, sie ist zu eindimensional. Erfreulicherweise haben wir mit der Aufklärung eine sehr viel komplexere, mehrdimensionale Fassung von dessen, was links und rechts in der Aufklärung war. Rechts ist, wer die jeweiligen Zentren der Macht und die Strukturen, auf denen diese Macht basiert, zu stabilisieren und zu erhalten sucht. Links ist, wer einen egalitären, universellen Humanismus verfolgt und dass jeder Bürger einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen seiner Gesellschaft haben soll. Schauen wir also in die Aufklärung. Diese Dinge hatten wir schon. Das ist das zentrale Bereiche einer Gesellschaft, eine Formulierung, die gehört zur Demokratie. Demokratie kann nicht akzeptieren, wenn zentrale Bereiche einer Gesellschaft, Kerne einer Gesellschaft, hierarchisch, totalitär, faschistoid, wie immer organisiert sind. Deswegen war ganz klar in der Aufklärung, zentrale Bereiche, insbesondere die Wirtschaft, dürfen nicht von einer demokratischen Legitimation ausgenommen werden, sonst gibt es keine Demokratie. Das hat im letzten Jahrhundert nochmal John Dewey glasklar formuliert, daran hängt Demokratie. Das ist, wenn Sie so wollen, das, was links ist. Das heißt eigentlich traditionell links. Jetzt sagen Sie eigentlich, interessiert mich nicht. Alle politischen Begriffe unterliegen immer einem politischen Wandel. Da hat es der Begriff links besonders schwer, weil er vielfach totalitär missbraucht worden ist und in der Geschichte kontaminiert wurde durch etwas, was mit den Idealen der Aufklärung nichts zu tun hat. Hinzu kommt, dass in allen europäischen Ländern der Begriff links parteipolitisch zunehmend verwendet wird, damit emanzipatorisches Wählerpotenzial durch eine systemkompatible Linke, die eigentlich nur um einen Platz an der Macht buhlt, Wählerpotenzial abschöpfen kann. Das heißt, der Begriff links ist, muss man sagen, vielfach belastet, hat dadurch seinen alten Glanz, den er zur Zeit der Aufklärung hat, verloren. Wenn man ihn heute verwendet, muss man sehr genau klar machen, worauf man sich eigentlich bezieht. So, jetzt schauen wir uns zum Schluss an, wie sieht es mit dem öffentlichen Debattenraum aus? Die neoliberale Ideologie hat dazu geführt, dass er extrem verengt wurde. Wenn wir jetzt schauen, wo liegen denn unsere Leitideale, unsere großen zivilisatorischen Errungenschaften, wo liegen die eigentlich? Dann werden Sie sehen, die gesellschaftlichen Leitideale der Aufklärung liegen weit außerhalb des heute zulässigen öffentlichen Debattenraums. Damit liegen wesentliche Lösungen für die drängendsten Probleme der Gegenwart, stehen den politischen Entscheidungsträgern nicht mehr zur Verfügung. Sie liegen weit außerhalb dessen, was im öffentlichen Debattenraum zugelassen wird. Entstanden
war diese Einschränkung dadurch, dass in der neoliberalen Ideologie allein dem Markt Rationalität zugewiesen wurde. Daraus entstand ja die Ideologie der Alternativlosigkeit. Nun muss man Folgendes beachten. Jeder einzelne Bürger hat natürlich in einer komplexen modernen Gesellschaft nur eine hoch begrenzte politische Kompetenz. Er kann die Entwicklung in der Gesellschaft nicht mehr übersehen. Die Gesamtheit, die Bürger als Gesamtheit können aber trotzdem eine hohe, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Bürger als Gesamtheit können, wenn der öffentliche Debattenraum intakt ist, über eine hohe gesellschaftliche Kompetenz verfügen. Das ist ein Punkt, der in Kognitionsforschung und Verhaltensökonomik oft unter dem Stichwort kollektive Intelligenz studiert wird. Da gibt es viele Studien zu, die zeigen, dass für komplexe Probleme, für hochkomplexe Probleme unter sehr spezifischen Voraussetzungen Heterogenität und Pluralität die Qualitäten von Entscheidungen massiv erhöhen. Die sehr spezifischen Voraussetzungen, damit ein politisches Kollektiv als Ganzes eine hohe politische Kompetenz hat, ist, dass in unabhängiger Weise und gleichberechtigter Weise ein großes Spektrum an Argumenten und Perspektiven in den öffentlichen Debattenraum eingebracht wird. Nur unter dieser Voraussetzung kann ein Kollektiv eine sehr viel höhere politische Kompetenz haben, als es jedem Einzelnen möglich ist. Unsere Aufgabe wird es sein, also wenn der öffentliche Debattenraum umgekehrt beschädigt ist, eingeschränkt, dominiert von einzelnen Gruppen, kann es auch kollektiv mehr keine politische Intelligenz geben. Um also die drängendsten gesellschaftlichen Probleme lösen zu können, sind wir darauf angewiesen, den öffentlichen Debattenraum wieder massiv zu weiten, die Reduktion rückgängig zu machen, um überhaupt wieder Denk- und Handlungsalternativen für die Lösung zu bekommen. Angesichts der massiven sozialen und ökologischen Zerstörungen und Verwüstungen, die die gegenwärtige Wirtschafts- und Weltgewaltordnung angerichtet haben, ist es mehr denn je für unsere Zukunft entscheidend, dass wir die zivilisatorischen Träume einer Anerkennung aller als Freier und Gleicher und unser Leitideal als Demokratie endlich, muss man sagen, endlich ernst nehmen. Ich danke Ihnen.